du Scheiße, habt ihr das gehört? Herzlich willkommen, Leute, zum nächsten Part unserer Fallout 3 Serie. Ja, was ist passiert, was ist geschehen? Wir sind hier in Minefield. Und ja, das ist eine nette kleine Stadt. In der es ziemlich viele Minen gibt, würde ich mal sagen. Und wir sind hier jetzt ja auch gerade fleißig am Entschärfen. Okay. Der Hund hat hier irgendwo hingebellt. Mit unserem kleinen Hündelein. Ist mir nicht so sicher hier. Ich glaube, ich nehme mal hier die Pumpgun in die Hand. Ja, Leute, also wir haben auch in der letzten Folge haben wir so eine kleine Bedrohung auch entschärft da hinten bei den Häusern. Der hat uns hier nämlich unter Beschuss genommen. Der Kollege. Aber er hat uns nicht bekommen. Muss man schon sagen. Also wir haben ihn dann eiskalt erledigt. Ja. Dieses Haus sieht ja aber... mal sehen, ob man da so reingehen kann. Auf jeden Fall liegen hier Minen rum ohne Ende. Also man kann schon wirklich sagen, dass es ein Minenfeld ist. Oh. 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 Ja. Das war hart, muss ich sagen. Also... ja, liebe Leute, herzlich willkommen. Oh Gott, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was mich da erwischt hat. Das war instant. Also ich bin einfach in die Luft geflogen quasi. War da irgendwie... ich glaube, dieser Briefkasten, der wäre präpariert. Also mit so einer... ja, mit so einer Falle eben. Versuchen wir es doch gleich noch einmal. Dann besteht hier auch ein Briefkasten. Ich speichere vorher lieber ab. Und... habe ich Angst gehabt. Ach ja, das war ja der gute Briefkasten. Guter Briefkasten. Braver Briefkasten. Ja. Du hast mir nicht... du hast mich nicht zum Explodieren gebracht. Ja. Gut, da ist der Böse. Der böse, böse Briefkasten. Und dieses Gebiet hier scheint ja wirklich... also hier die Anzahl der Minen hier an dieser einen Stelle ist ja wirklich schon... ist ja wirklich schon heftig, also... ich will ja nichts sagen, aber es kann ja sein, dass es hier... okay. Hier war doch nichts. Was hat mich denn hier... also, es war ja instant, ne? Hat vielleicht hier der Doc mit mir so eine Mine vorbeigebracht? Hat er mir vielleicht so eine Mine einfach mal vorbeigebracht? Ist da so piepend in seiner kleinen Schnauze da? Hat er sie hier zu mir gebracht und bumm, weg war ich. Ja, kann natürlich auch sein. Bist du ein braver Briefkasten? Ja, brav, brav, brav. Ja, hier in dieser Ecke findet man auch nur so ein paar Teilchen hier. Für selbst gebastelte Waffen, ich glaube, aber da bin ich jetzt noch gerade nicht so fit. Fit für. Ich muss jetzt erstmal hier diese grundlegenden Sachen ja, beherrschen, hier ein bisschen Munition, dann gucke ich mir mal, schaue ich mich mal später um, was man da so alles braucht für so eine selbstgebastelte Waffe. Hier auch nichts wirklich Sinnvolles drin. Hier, zack. Also ich nehme schon ganz schön viele Minen mit. Ich schaue mal kurz nach, wie viele ich schon habe. 15 Stück. Das ist doch schon mal ein nettes Sümmchen. Also da wird mir die Moira doch ein paar Kronkörkchen entgegenwerfen. Habe ich einen Schlüssel? Natürlich nicht. Automatisch kann ich das... ah, ne, es ist abgebrochen. Okay. You can't hear nothing but a dog. Oh nein, Leute. Ah. Gut, es hört sich nach... es hört sich nach Ameisen an. Ach, zum Glück habe ich hier diese Schaufel mit. Zum Glück habe ich die Schaufel mit. Na, kommt, Leute, hier. Darts, Medical Brace nehme ich mal mit. Falls mich so eine Ameise böse beißt, nehme ich mal mit. Oh, jetzt bin ich auch schon voll. Was? Habe ich hier gerade eben so viel... es lohnt sich nicht, die Dinger mitzunehmen, ehrlich gesagt. Die wiegen einfach viel zu viel, als dass sie mir dann nützen könnten.
Cold. Gewicht 3. Ist auch nicht so, ist auch nicht so das Wahre. Muss ich sagen, aber wie auch immer. Kriegsbuch nehme ich mit. Ah, oh, ich habe schon gedacht, das wären Ameisen. Ey, zum Glück sind das nur diese kleinen Viechers hier. Na komm, du Viech. Zack. Plopp hat's gemacht. Ah, das ist so ein graues Vieh. Guck mal. Guck mal, das ist so ein graues. Ich wusste gar nicht. Aber macht auch keinen Unterschied. Werden auch alle kaputt gehauen. Hat mein kleines braves Hündchen. Hat das Vieh tot gebissen. Also fein gemacht. Ist fein gemacht. Ja, fein, fein, fein. Wow, wow. Guter Junge. Gut. Weiter geht's. Ah, zack. Versucht das hier sich so aufzubauschen hier, das komische Vieh hier. Tut so, als ob er ein ganz tolles Vieh wäre. Grognack der Barbar nehme ich gerne mit. Gibt es hier noch irgendwas? Ein paar Würfelchen. Spielzeugkarte, Dartpfeile nehme ich mal kurz. Nehme ich einfach mal zackig mit hier. Ah, hier sind noch ein paar. Da haben sie aber ganz schön gefressen hier an diesen Menschen. Oh, das sehe ich hier gerne. Das sehe ich hier gerne. So ein Arznei, so eine kleine Apotheke. Leider waren da keine Stimpaks drin. Aber, naja, gut. Bonbon. Metro-Tickets, ach, nehme ich mal mit. Falls ich mal mit der Metro fahren möchte. Ah, ich glaube. Ah, nee, da haben wir. Nee, doch nicht. Von hier sind wir gekommen. Gut. Ja, hätte sich das eigentlich auch schon erledigt. Hm, schade, dass es hier nicht jetzt. Schade, dass es hier nicht so viele Sachen gab. Von Wert, aber naja, wie dem auch sei. Nehmen wir einfach mit, was wir hier kriegen. Haben wir ja gemacht. Haben alles mitgenommen, was wir kriegen konnten. Naja. Weiter geht's. So. Hier dürfte es doch relativ sicher sein. Ich guck hier doch mal. Guck hier mal nach, vielleicht. Ich speichere hier draußen auch gleich noch einmal. Ab. Aha. So ist das also. Da haben wir auch noch so eins. Was habe ich jetzt hier? Ach, einfach nur EP bekommen. Ich dachte, hier wäre irgendwas. Hätte jetzt irgendwas Sagenhaftes entdeckt oder irgendwie sowas in der Art. Da haben wir eine Mine. Ich finde das schön, dass sie wenigstens noch so einen kleinen Punkt haben, der so leuchtet auf der Mine. Macht sie natürlich leichter erkennbar. Der sich das ausgedacht hat, muss ja ein richtiger Genius sein. Aber, naja. Oh, das war knapp, ey. Wow. Das war knapp. Naja, hat man ja schon oft gesehen, wie das auch funktioniert hat. Auch wenn da so eine leuchtende Mine ist, wurde ich schon, wie man gesehen hat, des Öfteren zerfleddert. Ja, also ich wurde schon des Öfteren zerfleddert. Ja, also die Mine habe ich echt nicht gesehen. Bin mal gespannt, wo die lag. Hier haben wir noch so ein Dingchen. Also das muss hier irgendwo. Hier nicht, aber hier da unten wahrscheinlich. Da unten war die. Ich bin auch direkt hier noch. Bin hier direkt von hier noch weiter zu ihr reingelaufen. Zu ihr hingelaufen. Ist natürlich nicht so schön, ne? So, da hinten war dieser eine Bursche. Da war der Spielplatz. Ich glaube, wir gehen dann erstmal hier zu dem coolen Typen, der versucht hatte, uns hier zu erledigen. Schauen mal an, was es hier so gibt. Vielleicht hat er hier was Feines dabei. Ich hoffe, der hat so ein richtiges cooles Scharfschützengewehr dabei. Hier sind noch ein paar Minen. Nehme ich natürlich gerne mit. Da hinten liegt auch noch eine. Ich wollte nur gerade checken, wie viel ich noch tragen kann. Ne? Denn die Geräte hier, die sind ja nicht so... Nicht gerade... Okay.
Hab mal gehofft, dass da hier was Besonderes drin ist. Vielleicht ein Schlüsselchen oder so. Zu einem. Ach du Scheiße, habt ihr das gehört? Da hat sich jemand geräuspert. Okay. Es ist ein bisschen gruselig, muss ich jetzt sagen. Ja, aber der Part endet hier auch schon. Also Leute, falls es euch gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen hoch und kommentiert natürlich fleißig, ne? Leute, ja, dann war es das erstmal mit diesem Part. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und habe ich das jetzt doppelt gesagt? Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Haut rein, tschüss, bis zum nächsten Mal.